Cheers! Für alle Mittelalter-Fans, die sollten jetzt dranbleiben, denn Feuerschwanz haben heute ihr mittlerweile, glaube ich, 11. Album angekündigt, Fegefeuer, und dazu auch gleich ihre erste Single rausgeheimert, Bastard von Asgard. Das Ganze gibt's jetzt hier auf meinem Kanal, also bleibt dran, das wird sicherlich wild. Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Rokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich habe es ja schon gesagt, Feuerschwanz, die Mittelalter-Metal-Band, mittlerweile Mittelalter-Metal, früher Mittelalter-Rock, Mittelalter-Comedy-Rock teilweise, haben jetzt ihr 11. Album angekündigt, Fegefeuer, und gönnt euch mal dieses grandiose Albumcover mit dem Drachen, mit dem Feuer, mit dem Krieger, der das Feuer abwehrt. Grandios! Zusätzlich gab es natürlich noch von der ganzen Band neue Bilder, die auch alle mega verschärft aussehen, finde ich. Es gibt nur eine Sache, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Der Hauptmann, der sieht bisschen gleich aus. Ich habe gedacht, die Rüstung wird noch fetter, noch imposanter, noch epischer. Ja, also gefühlt war das immer so eine stetige Wandlung. Jetzt stagniert es gerade ein bisschen, aber das ist auch nicht weiter wild. Es sieht trotzdem grandios aus und mein Gott, Freunde, ich freue mich. Wir wollen uns mal ganz kurz gucken. Unter Napalm Records gibt es auch wieder massenhaft Bundles. Es gibt Vinyl, es gibt, Moment, lass mich uns kurz nachgucken. Es gibt einen neuen Krug, es gibt exklusive Bundles mit Zertifizierung, Mediabooks und all sowas. Und diesmal haben Feuerschwanz aber, Moment, wir haben 11 Songs bei Fegefeuer. Ich lese mal ganz kurz vor. Siegfried Dragonslayer, Buster von Asgard, schauen wir uns hier heute an. Übrigens featuring Fabian Ernie von Ilvaiti. Ich glaube, so spricht man aus. Dann kommt noch der Berserkamo, Knochenkarussell, Fegefeuer, D-Hall, Urukai, Highlander, Morrigan, Eis und Feuer und Valkyren. Und die zweite CD diesmal ist kein Coveralbum, sondern es ist der Live-Auftritt vom Feuerschwanz Wacken Open Air 2022 mit 13 Songs, oder sagen wir mal, der erste und der 13. ist natürlich ein Intro und ein Outro. Nee, Intro ist das 11. Entschuldigung, es sind also 12 richtige Songs extra. Okay, Freunde, ich bin sehr gespannt. Bastard von Asgard, die Single, die erste Single featuring Fabian Ernie? Ja, von Ilvaiti. Da schauen wir jetzt direkt rein. Das wird bestimmt mega geil. Ich bin auf jeden Fall mega geil. Ihr hoffentlich auch. Also ab rein in die Reaction. So, da wären wir. Ich bin unfassbar gespannt. Ich freue mich schon wie so ein kleines Kind. Ja, einer meiner Lieblingsbands hat ein neues Album rausgekündigt. Angekündigt und eine neue Single raus. Also, Bastard von Asgard. Ab geht's. Das Ganze unter Napalm Records natürlich erschienen. Das ist mal ein Horn. Besser kann eine Single nicht starten. Also in meinen Augen. Nochmal. Geil. Yeah.
Hauptmann mit seiner Augenklappe? Soll er jetzt hier so den Odin symbolisieren? Die Fabienne hat eine interessante Stimme, eine sehr hohe Stimme. Ich kenne von Elvaiti, ich sag, heißt es Elvaiti oder Ilovaiti? Ich weiß es immer nicht. Elvaiti, glaube ich, wurde mir gesagt. Hat eine sehr hohe Stimme, finde ich sehr interessant. Ist mal was anderes. Ich habe erst gedacht, das wär Hodi, aber dann sehe ich ja hier, das ist ja die Gastsängerin. Das ist schon geil. Und der Hauptmann natürlich. Schön tiefe Stimme. Geil. Bin bis jetzt begeistert. Schön. Geil, einfach nur geil. Du Bastard. Ja, Freunde, das war ein Feuerschwanz mit ihrer ersten Single Bastard von Asgard aus ihrem kommenden Album Fegefeuer, was am 7.7. unter Napalm Records erscheinen wird. Und wer Feuerschwanz live sehen möchte, die gehen jetzt ab 12.4. glaube ich auf Tournee. Da sind Walkings Vorband, in manchen Städten ist Angus Mac 6 Vorband, in anderen Städten ist wiederum The Dark Side of the Moon, Hans, sein Nebenprojekt mit Melissa Bonny, mit der Jennifer und dem Drummer von Amaranth, glaube ich, also einer der Miezen an der Harfe. Und, oh, also ich muss ganz ehrlich sagen, für einen Opener Bastard von Asgard zu wählen, ist schon ziemlich geil. Auch die Fabienne hat eine geile Stimme. Generell schön kombiniert, schöne Geschwindigkeit. Es macht sehr viel Spaß. Es bleibt gut im Ohr, finde ich. Der Hauptmann natürlich schön mit seinen leichten, tiefen Growls, sage ich mal ganz vorsichtig. Und alleine schon der Anfang. Dieses Intro, wenn Hodi da quasi explodiert. Das klingt unfassbar komisch. Und dann die Fabienne mit einsetzt. Hammer, hammer geil. Und das Ganze wird dich wieder schön optisch in Szene gesetzt. Gerade mit den Bergen. Da musste ich so an Herr der Ringe denken, weil auch dies mit der Kette. Das hat mich so daran erinnert, als Boromir die Kette mit dem Ring nahm. Hat mich so komplett erinnert, wirklich so, als sie über den Pass von Caradhras gegangen sind oder sowas. Hammergeil. Also wirklich mega geil. Ich freue mich unfassbar doll auf dieses Album. Wie gesagt, das ist schon mittlerweile das 11. Album. Ich glaube, da werden wir auch mal ein Ranking zu machen. Ich sag mal, wenn Fegefeuer rausgekommen ist, dann machen wir mal ein Feuerschwanz-Ranking. Und generell, ich wollte ja mit den Jungs und Mädels generell mal reden und einfach mal diese Geschichte von Feuerschwanz gerne mal auf meinen Kanal bringen. Vielleicht kommen wir dazu noch, würde mich auf jeden Fall mega drüber freuen, wenn wir das mal auf die Reihe kriegen würden.
Wird wahrscheinlich ein sehr langes Video oder vielleicht können wir es unterteilen. Je nachdem, ob die Band darauf Lust hat. Ich habe auf jeden Fall Bock. Wie gesagt, Feuerschwanz zählen zu meinen absoluten Lieblingsbands neben Blind Guardian. Freut mich drauf. Leute, sämtliche Links zu Feuerschwanz und Napalm Records in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus. Eure Meinung ebenfalls. Wer bis hier dran geblieben ist, vielen lieben Dank für den tollen Support. Daumen nach oben, Abo raus, alles kostenlos. Unterstützt mich, unterstützt die Band, das Label. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und Skull!